Das wären Roben für Xoti. Das wäre wirklich was für Xoti. Oder? Mystische Schutzzauber, goldenen Akzentuierungen. Ja. Die können wir gerne Xoti dann geben. Happily. Gekritzelte Notiz. Erinnere dich daran, wer du einmal warst, Fionelk. Erinnere dich an deine Arbeit für die okkulte Hand. Erinnere dich an ihren Verrat. Was hast du herausgefunden? Was war das eine Geheimnis zu viel, das du entdeckt hast? Gut, mit dem Kit des Diebes kommen wir nie so hoch. Und ich glaube, ich habe auch nichts dabei, was Fingerfertigkeit erhöht. Also ja, mein Kit des Diebes. Wo ist es denn? Müsste hier sein. Da. Macht Fingerfertigkeit plus 2. Ich bräuchte gerade plus 6. Das kann nur von mir verwendet werden. Gerechte Rache, okay, nicht so toll. Geringes Handauflegen, nein. Nein, nein. Kopfbedeckung, nein. Tja, meine eigene Mechanik ist auch auf 12. Just a moment, please. Ich habe auch nichts, was meine Fingerfertigkeit erhöhen könnte. Wahrnehmungsinspiration. Was passiert? Wie oft kann ich das benutzen? Achso, kann ich nur im Kampf einsetzen. Schade. Ich kann halt das Kit des Diebes benutzen, aber das allein reicht nicht. Rasten wir an der Stelle mal. Habe ich irgendwas, was meine Fingerfertigkeit erhöht? Also ich kann Edea Bier geben, aber nee. Düsterbeeren für Palegina wären auf jeden Fall was. Wobei glasierte Nüsse auch nicht schlecht wären. Gemüse erhöht auch die Wahrnehmung. Also ja, glasierte Nüsse für... Ich habe wahrscheinlich gar keine, hä? Ach so, das wird mir einfach so angezeigt. Gletscherjase hat Verfassungs plus 3. Grog, das bringt mir auch nichts. Eine Haifischsuppe für Idea klingt gut.
Nein, für dich glasierte Nüsse. Kapitänsbankett. Kappa-Blatt, Kappa-Tee. Koeki-Frucht, Durchschlagskraft, Schildeckt. Plus 2 Verfassung, plus 1 Macht, ist Matrosenbein? Nein. Palmstein? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Schiffszwieback, Schleimaal, Schwertfisch, Silberflosse. Die verbotene Fleischpastete, die wir schon seit Anfang des Spiels mit uns rumschleppen. Okay, Nahrung, unglaublich. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir alles nicht. Spezial sicher nicht. Positiv. Nein. Nein. Auch nicht. Nein. Ein Meeresfrüchte-Eintopf. Nein. Und auch das hier bringt mir nichts. Die Dotterschale. Spezialheit bringt mir sowieso nichts. Glasierte Nüsse nicht. Nein. Nee. Die können wir aber einmal für Fasina herstellen. Nee. Das heißt, der Captain kriegt... diese hier. Okay, für Fasina hatte ich da die gedacht. Und für... nicht den Krustenschwertfisch. Wo sind diese Spieße jetzt gelandet? Die für Hagrim. So, dann rasten. Wir hier mal. Kurz. Machen wir kurz einen Quick Save. Wenn nicht, bräuchte ich doch echt Seraphin. Ich habe halt außer dem Kittes Diebes nichts, was mein Dings erhöht. Yeah. So eine Salbe des Animalismus. Ich will ein Kit des Diebes haben. Wieder so ein toller Bug, hä? I'll try my best. Just a moment, please. I'll try my best. Nee. Können wir vergessen. Na gut, wenn wir mit dem... Gehegen fertig sind, können wir ja nochmal... Oder wenn wir allgemein fertig sind, können wir ja nochmal Seraphin holen. So, jetzt nur hier vorbeilaufen und nicht das Teil triggern.
Sie sagt's Nest. Da stimmt, das war ja auch noch hier oben. Klingt nach einem kleinen Raum, wenn da... Be cautious. Be constant. Oh, clumsy Kiffy, disturb the web. Capture the interlopers. Okay, die wollen nicht reden, oder? Ein großer... Stachsiger Vitrak steht vor dir. Sein Panzer ist stumpf und grau, aber trotz seines hohen Alters hat er nichts an Bedrohlichkeit eingebüßt. A free Kithling stalks the nest, thoughtlessly killing Sisak's clutch. What is this one's purpose? Sisak asks. Ein freier Gestandener pirscht durch das Nest und zerstört gedankenlos Sisaks Gelege. Und zu welchem Zweck, fragt Sisak? Die telepathisch übermittelten Worte des Vitrak werden von einem durchdringenden Kreischen begleitet, das dir die Haare zu Berge stehen lässt. Ich schaue mich nur mal um. Was ich mache, geht dich gar nichts an. Ich bin gekommen, um diesen Ort von deiner Verseuchung zu befreien. Ich habe nur den Ausgang gesucht. Nehmen wir die Eins. Tief traurig kneift Sisak seine Kiefer zusammen und sein Steinkopf senkt sich enttäuscht. The Kith is a meal escaped from the Hoarder's Nest. This one should have thought as much. Der Gestanden ist nichts als eine leckere Mahlzeit, die dem Nest der Sammelwütigen entkommen ist. Das hätte sich meine Wenigkeit gleich denken können. Tender, juicy intruder cannot leave. Sisak must end its trespass. The contract says. Der zarte, saftige Eindringling darf nicht weggehen. Sisak muss seine Übertretung beenden. Das der Vertrag sagen. Es gibt keinen Grund, warum dies in Gewalt enden sollte. The Kith. Seems confused. Sisak will humor it. Der Gestandene scheint ein wenig verwirrt zu sein. Nun, Sisak wird ihm das nicht übel nehmen. The sightless eye watches over Sisak's clutch. Loves Sisak's clutch. Gives this one fruitful layings and sweetest, juiciest morsels to eat. In exchange, Sisak kills the Kith intruders. Das blinde Auge wacht über Sisaks Gelege, gibt Sisaks, liebt Sisaks Gelege. Es verschafft meiner Wenigkeit fruchtbares Eierlegen und die süßesten, saftigsten Bissen zum Essen. Als Ringleistung dafür tötet Sisak die gestandenen Eindringlinge. But soon, Sisaks clutch will leave. This one needs only wait until the hoarder is grown thick and strong and screaming. Sisak's progenitor even signed stupid, flimsy Kith paper that says so. Aber schon bald wird Sisak Gelege sich leeren. Meine Wenigkeit muss einfach nur warten, bis der Sammelwütige ausgewachsen ist, groß und stark und kreischend. Sisaks Vorfahr hat sogar diesen blöden, hauchdünnen Fetzen Papier unterschrieben, der genau das besagt. Das klingt gerade so, als hättest du einen Vertrag unterschrieben. Wie wäre es, wenn ich ihn für dich finde? Then the smelly Kith could read of their own death before they experience it. Dann könnte der stinkende Gestande die Geschichte von seinem eigenen Tod nachlesen, bevor er ihn erlebt. No. If the Kith leaves to find the paper, then Sisak fails in his duty to the sightless eye. Sisak's hatchlings go hungry. The Kith dies now. Nein, wenn der Gestandene mich verlässt, um nach dem Papier zu suchen, hat Sisak seine Pflicht gegenüber dem blinden Auge versäumt. Das bedeutet, Sisaks Schöpflinge müssen hungern. Der Gestandene wird jetzt sterben. Also gucken wir mal kurz, was haben wir hier? Einen Rohling, einen erleuchteten Sisak und eine Mondspinne. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zu kämpfen. Ich muss jetzt eigentlich eher einen Cut machen. Wir können ja nochmal versuchen, mit ihm zu sprechen. Und dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Okay, aber jetzt erstmal speichern. Das ist jetzt LP082. P082 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.